Ja, hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück. Antike Angelrollen, mein Name ist Oliver. Zum letzten Video vor Weihnachten 2022. Was haben wir heute vor uns liegen? Heutiges Projekt, mal wieder was Moderneres. Keine alte, antike Angelrolle, entgegen dem Titel meines Kanals, sondern ich habe hier eine Daiwa BG 3500, Daiwa Big Game 3500. Ein neues Modell, ein aktuelles Modell. Relativ aktuell, ich glaube vor 5 Jahren ungefähr kamen die raus. Diese Rolle gehört mir, ich habe sie vor ungefähr 2 Jahren gekauft, habe sie gefischt, die Garantiezeit ist vorbei und jetzt war sie dran. Was ist es für eine Rolle? Ja, ganz, ganz hervorragendes Gerät. Ich mag sie sehr, ich bin begeistert, sie läuft unheimlich weich, leise, rund, Top-Qualität, obwohl sie ist made in China. Also nicht alles, was aus China kommt, muss minderwertig oder qualitativ zweifelhaft sein. Diese Rolle hat sehr, sehr viel gutes Lob, gute Kritik bekommen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch der Meinung, mehr Rolle braucht kein Mensch. Die kostet also, ich glaube, 120, 130 Euro, irgendwas um den Dreh rum. Und wenn man sie kurbelt, wenn man sie fischt, fragt man sich, warum soll man das 2-, 3- oder vielleicht sogar 4-fache ausgeben für eine andere Rolle, vielleicht des gleichen Herstellers oder des bekannten großen Konkurrenten, wenn dies auch so tut. Ich habe die Rolle schon mal auseinander gehabt. Ich habe sie also schon mal gereinigt, neu gefettet, gepflegt, ohne Video. Das habe ich also off-camera gemacht und habe mir dann im Nachhinein gedacht, Mensch, das wäre auch mal ein schönes Video, dass man sowas mal vorstellt. Dass man sieht, wie ist so eine moderne Rolle aufgebaut, wie funktioniert die und vor allem hat diese Rolle, sie hat so 2 Stellen im Inneren, die sind ein bisschen hakelig und das möchte ich euch heute einfach mal zeigen. Also, heute wird nicht viel geputzt, gereinigt, ist nicht nötig, sondern es geht einfach um die Präsentation des Auseinander- und des Zusammenbaus und wie man sie dann eben pflegt. Frontbremsrolle, wie immer, einfach die Spule abnehmen. Dann hat diese Rolle eine Schraubkurbel, die rückwärts mit dem Uhrzeigersinn abgeschraubt wird. Und so schaut es dann aus, ohne die äußeren Teile. Hier ist so eine Plastikkappe auf der Seite. Man kann hier die Kurbel umstecken. Sie hat also so entgegengesetzte Getriebe. Man kann die Kurbel einfach hier auf die rechten Seite reinschieben. Hier haben wir so eine Plastikkappe, Abdeckklappe. Hier kommt jetzt etwas, so eine Feder, so eine kleine Spiralfeder. Die ist nicht original, die habe ich da reingesetzt. Da sage ich gleich was dazu. Warum ich das gemacht habe, das zeige ich euch gleich. Und dann geht es schon an den Auseinanderbau des Gehäuses. Also, ich habe mir gedacht, ich zeige das jetzt hier mal, dieses Video, um zu präsentieren oder um zu zeigen, man muss auch vor so neuen, modernen, hochwertigen Angelrollen keine Angst haben. Die hat also jetzt 7 Kugellager. Sie ist im Inneren etwas anders und filigraner aufgebaut als diese alten Schlachtschiffe, die ich hier oft auf meinen Videos präsentiere. Aber auch so eine Rolle auseinanderzunehmen, ist kein Hexenwerk. Was hilft, ist immer, wenn man sich so eine neue Rolle neu kauft, dann hat man ja die Originalverpackung und was immer dabei ist, ist hier diese Explosionszeichnung. Kann man die zeigen? Ja, ungefähr sieht man es. Die ist bei der Rolle immer dabei. Sowas ist hilfreich, um nachher zu gucken, wo gehört denn welches Teil in, habe ich was vergessen einzubauen oder ähnliches. Sowas immer am besten aufheben. Ich habe früher diese Verpackungen und das zugehörige Papier meistens weggeworfen aus Unachtsamkeit und später ärgert man sich dann, weil erstens die Rolle ohne Originalverpackung weniger wert ist und zweitens diese Explosionszeichnungen, diese technischen Daten, die können sehr, sehr nützlich sein beim Auseinanderbau oder falls man mal ein Ersatzteil bestellen muss. Gut, diese Rolle hat 3 Schrauben am Seitendeckel. Kreuzschlitzschrauben, die müssen raus. Das kommt wie immer. Alle Zuschauer, die mich öfters sehen, kennen das hier in meine kleine Sammelschüssel. Und jetzt habe ich schon wieder einen kleinen Fehler hier in der Chronologie gemacht. Ich drehe jetzt hier diese 3 Seitenschrauben auf, aber als erstes hätte man eigentlich was anderes machen müssen, das mache ich dann gleich im Anschluss, ist aber kein Drama. Also Seitenschrauben raus. Diese 3 Schrauben sind gleich lang, haben die gleiche Größe.
das immer kontrollieren, wenn man so eine Rolle auseinanderbaut, weil oft, nicht immer, aber sehr oft, gerade bei neuen, modernen Rollen, haben diese Schrauben verschiedene Längen. Und hier diese letzte Schraube will nicht. Okay, jetzt kommt das, was ich eben vergessen habe im ersten Schritt. Hier vorne auf der Achse, da sehen wir so ein kleines Zahnrad, so eine Unterlagsscheibe und noch andere Dinge. Das nimmt man zuerst ab. Das macht man einfach so, dass man das vorsichtig abzieht. Und da fliegen einem jetzt mehrere Teile entgegen. Das erste ist hier ein ganz, ganz kleiner, winziger O-Ring, ein Gummiring. Das zweite ist ein kleines Kugellager. Da läuft die Spule hier hinten drauf. Das rastet da hinten dann ein. Dann kommen, jetzt kann man das so ganz abziehen, dann kommen hier zwei Kunststoffbeilagsscheiben, die dienen der Einstellung des Spulenhubs, der Feineinstellung, das habe ich auf einem anderen Video schon mal gezeigt. Und dann hier dieses kleine Zahnrad, das ist hier hinten dann, hier sehen wir so eine Feder, das ist dann der Klicker, wenn der Fisch in die Bremse geht. Und jetzt ist mir hier noch eine winzige Beilagsscheibe aus der Spule herausgefallen. So. Okay, also das haben wir entfernt und jetzt können wir hier den Seitendeckel abnehmen. Wenn ich hier hinten noch diese Schraube hier hinten noch entfernt habe, das muss natürlich auch sein. Es ist unglaublich, ich habe diese Rolle schon auseinandergebaut, ohne Probleme. Und wenn man es vor der Kamera macht, dann verliert man manchmal den Überblick oder den Sinn für die richtige Reihenfolge. Okay, so sieht es aus. Jetzt kann dieser Deckel hier entfernt werden. Dieser Seitendeckel. So schaut es dann aus. Moment, nicht, dass diese Schraube hier rausfällt. Hier haben wir ein Kugellager. Ich lege das mal zur Seite. Schraube kommt auch in die Schüssel. Und als nächstes wird der Rotor abgebaut. Das ist eine 14er Mutter. Und die geht gegen den Uhrzeigersinn auf. Und Leute, die sich mit der Rollenwartung auskennen oder die mich hier genau beobachten, die haben jetzt vielleicht gemerkt, ich habe hier vergessen, eine kleine Schraube abzumachen vor der Mutter. Stimmt, hier in dieses Loch, da gehört eine kleine Schraube rein, die diese Mutter, die ich gerade abgenommen habe, sichert. Und die fehlt, die habe ich verloren. Da muss ich nach dem Ersatz gucken. Okay, wenn das geschehen ist, die Mutter ist weg, kann man den ganzen Rotor herabnehmen, herausziehen, zur Seite damit. Und dann haben wir hier einen Kunststoffdeckel mit zwei Schrauben gesichert und da unten drunter ist dann die Achse mit dem Pinion Gear hier hinten, mit dem kleinen Ritzel, darunter liegt das Kugellager und auch die Rücklaufsperre. So, jetzt haben wir Folgendes bei der Rolle. Das ist jetzt der erste Punkt, der sie schwierig macht, sie auseinanderzubauen. Hier haben wir das Hauptrad, das Großritzel. Hier haben wir diesen Wickelblock, wie ich das nenne. Der läuft hier oben und hier unten auf zwei kleinen Pins, auf Schienen, auf runden Metallstücken. Ja? So, und hier in der Mitte irgendwo ist dann die Achse, die nach vorne geht. Normalerweise haben wir doch bei einer Stationärrolle mit diesem Konstruktionsprinzip hier irgendwo eine Schraube, die kann man lösen und dann kann man hier vorne die Achse rausziehen. Und Daiwa macht es jetzt so bei seinen Rollen, ich weiß nicht, ob die da irgendeinen Konstrukteurspreis gewinnen wollten, ich weiß nicht warum. Hier ist auch eine Schraube drin, die Achse auf diesem Block hier fixiert, aber die sitzt, wie zeige ich das jetzt am besten so rum, die sitzt hier senkrecht drin. Man müsste hier rein und sie lösen. Das geht schon, ist aber eine wahnsinnige Fieselarbeit, die treibt einen in den Wahnsinn. Das mache ich jetzt nicht. Es gibt bei der Rolle nämlich eine andere Möglichkeit, die Achse und diesen Wickelblock zu entfernen. Ja? Die ist einfacher, aber das Prozedere, die Schritte sind halt etwas anders als bei einer anderen Rolle. Okay, jetzt gucken wir mal, ob wir das hier rausziehen können. Nein, können wir noch nicht. Jetzt müssen wir Folgendes machen. Bevor wir an die Achse gehen, bevor wir das Getriebe auseinanderbauen, muss hier vorne alles zerlegt werden. Hier haben wir zwei Schrauben, die einfach nur einen Kunststoffdeckel fixieren oder festhalten.
nichts Großes. Die werden einfach gelöst. Dann nehme ich den ab, lege ihn auch einfach zur Seite. Und jetzt haben wir da unten drunter, was wir da sehen, dieses sechseckige, was aussieht wie eine große Mutter, das ist die Rücklaufsperre, das ist die Anti-Reverse-Einheit. Und die kann man jetzt einfach so herausnehmen. Das ist die Anti-Reverse-Einheit. Hier innen drin sehen wir einen Kunststoffring und da drin sind diese Walzen. Und das ist also ein Walzenlager, was hier, Moment, das ziehe ich jetzt auch noch heraus, was eben hier auf dieser Buchse läuft, außen, und was dafür sorgt, dass sich diese ganze Achse mit dieser Buchse eben nur bei eingeschalteter Rücklaufsperre nur in eine Richtung dreht. Auch das durch zur Seite. Und hier mit dem Ding machen wir gar nichts. Es ist sauber, es ist alles gut. Und das hier, ich wiederhole mich, das ist die einzige Stelle von einer Stationärrolle, diese Walzen da drin, die nicht geölt werden. Also nicht ölen, nicht fetten, ausnahmsweise. Weil diese Walzenlager, die funktionieren mit Reibung oder Spannung. Und wenn man das ölt, dann funktioniert dieses ganze Prinzip der Rücklaufsperre nicht mehr. Hier an der Seite dieser kleine Kunststoffhaken, den wir da sehen mit dem Loch. Das ist der Schalter für das Ein- und Ausschalten der Rücklaufsperre. Und der sitzt dann hier drin, hier unten auf so einem kleinen Häkchen oder auf so einem kleinen Pin. Das heißt, später, wenn wir das wieder zusammenstecken, man kann das eigentlich nicht verkehrt rum einbauen. Es gibt dann nur eine Art, es einzubauen. So, dann haben wir hier unten nochmal zwei Schrauben, die wir lösen. Und diese zwei Schrauben halten so einen Kragen, sage ich immer, fest. Das ist einfach eine Metallscheibe mit zwei Ausbuchtungen. Und das hält das Ganze hier an seinem Platz. Auch das lege ich zur Seite. So. Bei diesen modernen Rollen, das sage ich jetzt mal, da sind sehr viele Kleinteile und sehr viele kleine Schrauben verbaut. Haltet Ordnung auf eurer Werkbank. Sortiert die Sachen, dass ihr auch wieder genau wisst, welche Schraube gehört in welches Loch. Das ist wirklich wichtig bei diesen modernen Rollen. Sonst kommt man einfach durcheinander und schraubt eine kleine Schraube, die zu passen scheint, in ein falsches Gewinde und dann ist es zerstört oder die Schraube geht nicht richtig rein. Dann versucht man es mit Gewalt. Also bei diesen modernen Stationärrollen mit ihren vielen kleinen Schrauben, Federn und Kugellagern haltet Ordnung auf eurem Arbeitstisch, dass man nachher das wieder in der richtigen Reihenfolge an den richtigen Orten zusammensetzt. Gut, das Ding ist entfernt und jetzt müsste man eigentlich hier, jawohl, es geht, dieses Achsstück mit dem Kugellager und hinten diesem Schneckengetriebe einfach herausziehen können. Ja? Wie ihr seht, das ist neues, frisches Fett, da mache ich jetzt gar nichts. Auch das stelle ich einfach in meine Schüssel. Und jetzt sehen wir hier, ist ein größeres Loch, wo eigentlich das Kugellager drin sitzt, hier vorne. Und diese Achse hier ist jetzt ziemlich locker, die hat jetzt Spiel. Und jetzt machen wir Folgendes. Man zieht hier hinten diesen oberen Stift einfach heraus. Der steckt hinten in einem Loch im Gehäuse, da drin. Wenn man ihn ganz reinsteckt, wenn er richtig sitzt, ist er hier hinten plan, sitzt vorne in einem zweiten Loch. Und das zweite hier unten, hier dieser zweite Stift, der sitzt einfach nur im Gehäuse drin. Den kann man einfach mit einem Stichling oder mit einem Schraubenzieher ganz leicht rausnehmen, dann fällt der raus. Und jetzt haben wir diese beiden Stifte, wo der Wickelblock drauf reitet, entfernt. Vorne das Kugellager und so weiter ist weg. Und jetzt kann man hergehen, und das ist ein wenig ein, aber es geht. Und jetzt kann man hergehen und die ganze Achse so rückwärts herausziehen. So haben wir die Achse mit diesem Wickelblock. Und hier oben, das meine ich, da wollten die Diver-Ingenieure wahrscheinlich einen Konstrukteurspreis gewinnen. Das ist diese kleine Schraube. Wenn man die löst, kann man die Achse aus diesem Block herausziehen. Fürchterlich, fürchterlich, fürchterlich. Ich weiß nicht, warum die das machen. Wenn das geschehen ist, wenn wir so weit sind, dann können wir jetzt hier das ganze Hauptgetriebe herausziehen, das Hauptgetrieberad. Und auf der Seite ist jetzt alles leer und sauber. Und wie gesagt, man sieht, das Fett ist blau und neu. Das ist erst irgendwie 2 Wochen alt, länger ist es noch nicht da drin. Mache ich jetzt gar nichts. So, ich habe gesagt, es gibt bei dieser Rolle ein zweites
etwas Zweites, was mich wirklich aufregt oder was einen in den Wahnsinn treiben kann. Moment, das mache ich jetzt noch ganz schnell. Nur zu Demonstrationszwecken. Hier haben wir dieses Zahnrad mit diesem Stift hier. Dieser Stift läuft hinten in dieser S-förmigen oder in dieser Kurve, bewegt dann hin und bewegt dann, wenn sich das Zahnrad dreht, die Achse vor und zurück. Und hier auf dieser Seite das kleine Ritzel, was wir da sehen, das kleine Zahnrad, das greift eben hier hinein. Das lasse ich jetzt drin, da mache ich jetzt nichts. Hier in der Mitte ist eine Schraube. Wenn man die löst, kann man dieses Zahnrad herausnehmen und darunter befindet sich eine hauchdünne Beilagsscheibe. Ich mache es einfach, der Vollständigkeit halber, das dauert ja nur eine Minute. Also wir haben hier eine kurze Schraube mit einem flachen, breiten Kopf. So schaut es dann aus. Wenn man dann dieses Zahnrad hier herausnimmt, so schaut das leere Gehäuse aus, da mit diesem Pfosten. Und da drauf läuft eben hier eine ganz dünne, wirklich papierdünne Beilagsscheibe. Die ist gefettet. Die setzt man wieder drauf. So. Und hier kommt dann dieses Ritzel wieder drauf. Und hier in der Mitte von diesem Ritzel sehen wir, ist eines der 7 Kugellager dieser Rolle. Also wieder drauf damit. Jetzt habe ich es der Vollständigkeit halber gemacht, damit es jeder mal gesehen hat. Wenn wir schon dabei sind, kommt die Schraube hier wieder rein. So, was habe ich gesagt? Das Zweite, was mich bei dieser Rolle aufregt. Hier ist, sieht man jetzt schlecht, ein Kugellager. Da sieht man es. Und dieses Kugellager, das kann man nicht herausziehen, solange hier dieses Ritzel installiert ist. Hier sieht man da. Ne? Jetzt ist es so. Daiwa hat es so gelöst. Auf dieser Seite. Hier sitzt dann, da wo ich im Stückchen zeige, hier sitzt dann das Kugellager, was hier in dem Seitendeckel drin sitzt. Ja? Und dieses Kugellager ist fixiert hier mit so einem Clip, mit so einem fünfeckigen Clip. Ja? Und der sitzt hier, wo ist es denn da? Hier, da sehen wir hier, da wo jetzt der Stichling ist, ich weiß nicht, ob man es sieht, da ist eine ganz kleine Rille, eine ganz feine Rille ist da drin. Und da sitzt dieser Clip drin und hält das Kugellager dann hier auf diesem Stück fest. So, was machen wir jetzt, wenn wir versuchen, das Hauptgetriebe herauszuziehen? Das Kugellager ist auf der Achse fixiert. Wir kriegen es aber, jetzt fällt es hier raus. Hier ist das Kugellager herausgefallen auf der Seite. Also das Kugellager ist hier auf dieser Achse, auf dieser Seite fixiert, fest. Man kriegt es aber nicht raus, solange hier dieses Ritzel noch drin ist. Wie kriegt man aber hier dieses Ritzel raus, solange das große Ritzel noch drin ist? Also, ja, man kann versuchen, diesen Clip von dieser Seite mit einem Stichling herauszuziehen. Das geht. Ist aber eine fürchterliche, kleinteilige, nervige Arbeit. Also ich habe es geschafft. Dann ist mir der Clip natürlich gleich durchs Zimmer geflogen. Dann war er weg. Ich musste ihn wieder suchen. Gott sei Dank habe ich ihn wieder gefunden. Das ist wirklich eine ganz hakelige Geschichte. Und deshalb habe ich das jetzt mal mit dieser Feder gelöst. Dazu sage ich dann gleich noch was. Also das sind diese zwei Baustellen oder diese zwei Hürden bei der Wartung von so einer Daiwa BG 3500, die 2500, die 3000 oder die 4500 sind im Grunde genau gleich. Die sind nur etwas größer. Das sind so die einzigen Hürden, die man da hat oder die man überwinden muss. Also da hätte Daiwa meiner Meinung nach bei so einer qualitativ hochwertigen Rolle das Konstruktionsprinzip etwas einfacher halten können. Aber gut, es ist wie es ist trotzdem eine Top-Rolle. Ich habe gesagt, ich muss nichts schmieren, ich muss nichts reinigen. Ich habe es gezeigt jetzt, wie es auseinandergebaut wird und jetzt geht es einfach wieder an den Zusammenbau. Was ich mache ist, okay, damit ihr etwas seht hier, das Kugellager kriegt noch ein paar Tropfen Öl. Das sind keine versiegelten Kugellager, das sind geschlossene Kugellager.
kommt noch ein Tropfen Öl. Dann wieder rein damit. Na. Jetzt hat sich das Ganze etwas verkantet. Es ist besser, wenn man es von außen reinsteckt. Und man muss das eben ganz gerade reinkriegen, dass es ganz gerade reinfällt. Wenn es sich nur etwas verkantet, dann geht es nicht. Und das ist immer lustig bei diesen Sachen. Herausfallen tun sie leicht. Hineinstecken, das ist dann manchmal etwas schwerer. So. Vorsichtig mit dem. Okay, das Kugellager sitzt wieder drin. Als nächstes kommt hier dieses große Antriebsrad wieder rein. Auch hier tue ich jetzt nur zu Demonstrationszwecken noch ein ganz klein bisschen Fett auf das Ritzel, nicht zu viel. Sieht alles sehr gut aus, ist gut geschmiert. Dann kommt das hier wieder rein. Sitzt so wieder drin. Und dann führen wir von hinten wieder die Achse rein. Von hinten durchs Gehäuse an Großritzel vorbei. Und dass es dann so da drin sitzt. Als nächstes kommen hier wieder diese beiden Stifte, wo der Wickelblock drin läuft, kommen wieder hinein. Der eine ist etwas dicker, der kommt nach oben. Der wird hier oben von hinten durch dieses Loch geführt. Und ihr seht mich hier etwas kämpfen, weil nämlich diese Rolle, man muss die jetzt zusammenstecken, zusammenbauen, ohne dass die Teile fixiert sind. Das heißt, alles wackelt ein wenig, alles hat etwas Spiel. Jetzt ist mir auch hier das Kugellager wieder herausgefallen. Das passiert andauernd bei diesen Rollen. Ja? Also man muss die praktisch jetzt ohne Fixierschrauben zusammenbauen, soweit es geht. Und dann, wenn alle Teile an ihrem richtigen Platz sitzen, dann muss man sie festschrauben und dann hält das Ganze. So, okay. Gut. Der Wickelblock ist drin. Hier oben, die obere Führungsschiene, habe ich ganz durchgeschoben. Und die untere hier unten wird einfach vorne und hinten ins Gehäuse gesetzt. Und hier unten an diesem Wickelblock ist nur so eine offene Klammer sozusagen. Und da läuft es dann drin. Okay, so schaut's aus. Und ihr seht, ich muss mich konzentrieren. Das ist etwas anderes als irgendeine alte Mitchell-Rolle oder sowas. Als nächstes wird vorne hier auf die Achse wieder das Pinion-Gear gesteckt mit dem Kugellager. Auch hier, wenn ich es schon auf habe, kommt etwas noch. Kommen noch zwei, drei Tropfen Öl aufs Kugellager. Und dann wird das Ganze hier vorne wieder auf die Achse gesteckt. Und hier vorne muss es dann eben plan drin sitzen. So sieht das Ganze dann aus. Wenn das geschehen ist, jetzt kommen wir mit Befestigungsteilen. Dann kommt hier dieser Kragen wieder drauf. Wenn man das sieht, auf diesem Kragen, auf der Seite, wo die Löcher sind, da sind so kleine Vertiefungen, das ist so ein bisschen ausgefräst. Das kommt nach oben, das schaut zu euch nach vorne, weil da dann genau die kleinen Schrauben drin sitzen. Diese kleinen Schrauben hier, die sitzen dann in dieser Vertiefung drin und sitzen absolut plan. So. Da ist diese kleine Schraube. Was ich bei diesen kleinen Schrauben gerne mache, und jetzt fällt mir das Hauptritzel raus, alles fällt mir wieder auseinander, ist, ich tippe den Schraubenzieher ein bisschen in das Rollenfett und dann kleben diese kleinen Schrauben am Schraubenzieher dran vorne
und man kann sie besser in diese kleinen Löcher bugsieren. Man trifft besser, man kann besser zielen und man bekommt sie einfacher und leichter hineingeschraubt. Einmal zweimal. So. Und jetzt habe ich gesagt, man verbaut diese Rolle, man steckt sie wieder zusammen, ohne die Dinge zu fixieren. Und jetzt ist mir hier das Hauptritzel wieder herausgefallen. Ich hoffe, ich bekomme es jetzt wieder rein hier an der Achse vorbei. Und auf der anderen Seite ist mir auch das Kugellager wieder herausgefallen. Naja, schauen wir mal, wie kommt das schon weiter. Also Kugellager wieder rein hier. Dann hier das Hauptritzel wieder drauf. Ja, das sieht gut aus. Das heißt, ich hoffe, dass das funktioniert, dass ich jetzt nicht hier die Achse nochmal ausbauen muss. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht auf dem Video, was ich jetzt hier mache. Und das Kugellager fällt wieder heraus. Das würde nicht passieren, wenn das Kugellager korrekt auf der Achse mit diesem fünfeckigen Clip fixiert wäre. Aber wie ich gesagt habe, hat man da gewisse Probleme. So, jetzt ist es aber drin. So sieht es dann aus. Und jetzt passe ich gut auf und versuche hier nicht mehr herumzuwackeln, damit mir das nicht wieder auseinanderfällt. So, wenn wir jetzt soweit sind, können wir den Seitendeckel wieder draufschrauben. Hier im Seitendeckel, habe ich gesagt, ist auch noch ein Kugellager. Das bekommt jetzt auch, wenn wir schon dabei sind, nochmal einen Tropfen Rollenöl. Und hier der Hinweis, hier auf dem Hauptritzel, das da, das ist eine dünne Beilagsscheibe, die muss da bleiben. Aufpassen, dass man die nicht verliert, aufpassen, dass die nicht irgendwie verloren geht oder dass ihr sie an einer anderen Stelle wieder einbaut. Die sind wichtig. Okay, jetzt habe ich das Gehäuse wieder zusammengesteckt. Es passt, ja, also es ist alles bündig, sitzt gerade, es ist keine Lücke da. Und bevor mir da jetzt was auseinanderfliegt, wird es gleich schnell wieder zusammengeschraubt. Wir hatten hier unsere drei Gehäuseschrauben, wir erinnern uns, die alle die gleiche Länge hatten. Also, nochmal, die Rolle ist gewartet, sie war sauber neu gefettet. Ich habe jetzt nur kurz auseinandergebaut, zusammengebaut, um euch die einzelnen Schritte zu zeigen. Was jetzt normalerweise würde man bei so einer Rolle dann das alte Fett, was auf den Getriebeteilen sitzt, würde man entfernen mit einem Wattestäbchen, mit einem Küchentuch, vielleicht, wenn das Fett alt und verhärtet ist, mit etwas Lösungsmittel, also mit Kriechöl. Das ist da immer mein Lösungsmittel oder mein Putzmittel der ersten Wahl. Das habe ich jetzt hier alles nicht gemacht. Also das ist jetzt tatsächlich nur ein schneller Auseinander- und Zusammenbau zu Demonstrationszwecken. Wenn ihr eine solche Rolle habt und die ist älter, sie war lange im Einsatz, vielleicht sogar im Salzwasser, dann müsst ihr euch einfach die Reinigungsschritte dazwischen dazu denken. Okay, gut. So, jetzt ist es wieder zusammengebaut, das Ganze.
läuft, man kann es drehen. Hier, wenn ich die Achse drehe, läuft leicht. So, und jetzt kommt mein, wie nennt man das in Amerika oder in Australien, mein Bushfix, ja. Hier auf der Seite, wir sehen hier ein Stück Achse, dahinter ist das Kugellager und eigentlich gehört hier dieser Ring drauf, der nichts anderes macht, als dieses Kugellager auf dieser Achse zu fixieren. Das heißt, er soll verhindern, dass sich das Kugellager hier in Richtung Gehäuse Außendeckel schiebt oder Richtung Seite schiebt. Und ich gebe es zu, und alle Diver-Fans mögen es mir verzeihen oder alle professionellen Rollenreparateure, die hier vielleicht zugucken, mir ist das zu blöd, auch mit Blick vielleicht auf die nächste Rollenwartung. Was ich jetzt gemacht habe ist, ich habe hier so eine weiche Spiralfeder, die ist aus dem Modellbauzubehör. Die ist nicht stark, die ist sehr weich, ja. Die übt einen ganz kleinen Druck aus. So, und die stecke ich da jetzt einfach drauf. Die sitzt jetzt unten, sie hat nämlich den perfekten Durchmesser, sie sitzt jetzt unten auf diesem Kugellager über der Achse. Und wenn ich jetzt hier diesen Deckel drauf drehe, diesen Seitendeckel, diesen Kunststoffdeckel, dann wird diese Feder etwas zusammengestaucht, sie wird etwas zusammengedrückt und durch diesen sanften Druck, durch diesen leichten Druck, das reicht völlig, wird dieses Kugellager jetzt an seinem Platz gehalten. Und wenn ich die Rolle auf diese Seite lege, also die rechte Rollenseite nach unten, dann wird verhindert, dass das Kugellager hier in diese Richtung rutscht, also Richtung Gehäuse Außenseite und nicht mehr richtig auf dieser Hauptachse sitzt, auf dieser Getriebeachse sitzt. Das ist etwas, das habe ich mir überlegt und ich habe beschlossen, ich mache das jetzt so, weil dieses Ding hier, dieses fünfeckige kleine Ding, das hier unter dieser Kappe zunächst herauszubekommen und dann später wieder hineinzufriemeln, ist eine Sklavenarbeit, das ist furchtbar. Okay, das Schlimmste, das Wichtigste, das Gröbste ist geschafft. Jetzt geht es eigentlich nur noch an den Zusammenbau dieses Rotors hier. Da kommt zunächst diese Buchse hier auf die Achse. Diese Buchse hier hat im Inneren eine nicht runde, sondern eine rechteckige Aussparung. Und die passt nur in einer Richtung drauf. Moment. So. Also sie hat auf der einen Seite, ist sie rund, auf der anderen Seite ist sie innen etwas eckig. Das runde Ende gehört nach unten. Das gehört in Richtung Rollenkorpus. So. So muss es dann drauf sitzen. So sitzt diese Buchse drauf. Als nächstes folgt hier diese Anti-Reverse-Einheit. Und die, habe ich gesagt, kann man nicht verkehrt einbauen. Man muss sie einfach vorsichtig über die Achse führen, dann hier über diese Buchse und sie dann so hineinfallen lassen, dass sie unten sitzt. Und dass dieses Plastik, dieser kleine Plastikhebel hier unten da, wo der Stichling hinzeigt, in dem kleinen, auf dem kleinen Pin sitzt, der hier mit dem Schalter der Rücklaufsperre verbunden ist. Also wenn ich den Schalter, so sieht man, so bewegt sich das leicht hin und her. Das ist der Ein- und Ausschalter für die Rücklaufsperre. Okay, nachdem das geschehen ist, kommt hier dieser Kunststoffdeckel wieder drauf. Auch den kann man nicht falsch rum oder verkehrt rum einbauen. Das ist einfach ein Plastikdeckel, der mit zwei Schrauben fixiert wird. Festdrehen, nachdem es Plastik ist, nicht mit zu viel Gewalt oder mit zu viel Kraft das Ganze zudrehen. Und dann kommt der Rotor wieder drauf. Auch der Rotor hat kein rundes Loch, sondern innen eine Aussparung, die leicht abgeflacht ist. So sitzt er dann drauf. Die Mutter. Mit dem Uhrzeigersinn geht die drauf. Von Hand festdrehen, mit dem Schlüssel festdrehen. Ich mache das immer von Hand. Ziehe die Muttern, soweit es geht, von Hand fest und mache erst die letzte halbe oder dreiviertel Drehung mache ich da mit dem Schraubenschlüssel. So schaut es dann aus. Und wie ich gesagt habe, hier fehlt etwas. Da diese kleine Schraube, die da reingehört, um die Mutter zu fixieren. Die habe ich verloren und muss mich da um Ersatz kümmern.
Dann kommt hier hinten dieser Plastik-Kunststoffdeckel wieder drauf. Dieser Schutzmechanismus oder was immer das ist. Das hatte ich auch schon mal. Das ist so ein primitiver Arbeitsschritt. Das muss man einfach draufstecken und dann mit einer Schraube fixieren. Aber das ist irgendwie sperrig, weil hier unten hat er so eine ganz kleine Kunststoffnase. Und hier oben muss das so reingeschoben werden. Und da muss man oft ein bisschen herumfummeln, bis das richtig sitzt. Das Problem hatte ich schon einmal. Das wird einfach nur mit einer Schraube festgehalten. Das sitzt oben und unten im Gehäuse in so kleinen Aussparungen mit so kleinen Kunststoffnasen und wird dann einfach nur mit einer Schraube hier fixiert. So, okay, gut. Dann sitzt das Ding auch wieder drauf. Und dann sind wir schon fast fertig. Als nächstes kommt hier wieder dieser Metallstern drauf. Dann haben wir gesagt, zwei Kunststoffscheiben saßen da drauf. Eine weiße oder transparente. Dann hier noch eine rote. Die kommen auch da drauf. Dann kommt ein Kugellager auf die Achse, so sieht es aus. Und dann am Schluss dieser winzige Kunststoffring, dieser O-Ring. Ich weiß nicht genau, für was der gut sein soll. Ob der das Kugellager an seinem Platz hält, ob der eine wasserabweisende Wirkung hat, ich weiß es nicht. Dann machen wir hier mal die Kurbel wieder dran und gucken, wie sie läuft. Und dann machen wir noch kurz die Bremse und vielleicht das Schnurlaufröllchen. Jawohl. Sehr gut. Läuft, leicht, Rücklaufsperre geht. Wunderbar. Also, diese Rolle, die hat 7 Kugellager. Ein Kugellager haben wir gesehen, das ist hier vorne, wo die Spule drauf sitzt. Dann 2 Kugellager auf der Hauptgetriebeachse. Natürlich 1 Kugellager unter dem Rotor. Ich nehme an, dann gibt es noch 1 hier in der Kurbel. Und dann haben wir noch ein Kugellager, das habe ich euch jetzt nicht gezeigt, das ist drin stecken geblieben. Wenn wir das Pinion Gear, die Achse mit dem kleinen Schneckengetriebe, wenn man die reinsteckt, da wo das hier im Gehäuse drin steckt, in so einer Öffnung, da sitzt auch noch ein Kugellager. Das ist jetzt drin geblieben, das habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Gut, Bremssystem, ganz klassisch. Hier vorne, da haben wir auch wieder so einen fünfeckigen Clip, der diesen Bremsstapel an seinem Platz hält. Und ich sehe, den habe ich nämlich noch nicht sauber gemacht. Gut, dass wir mal reingucken, das ist verschmutzt. Der wird einfach mit dem Stichling rausgenommen. Hier haben wir so einen fünfeckigen Clip oder sechseckig. Und dann haben wir hier unsere Bremsscheiben. Und diese Rolle ist eine moderne, neue Rolle, eine qualitativ hochwertige Rolle. Die hat natürlich Carbon-Bremsscheiben oder Carbon-Tex-Bremsscheiben. So sieht es aus. Hier innen drin haben wir diesen Kanal, zylinderförmig. Da muss man einfach nur gucken, dass der sauber ist. Bei dem Bremssystem muss man eigentlich nur gucken, immer wieder mal, dass die Komponenten sauber sind. Nicht verklebt, nicht miteinander verklebt, nicht verkrustet, nicht verschmutzt. Man geht einfach mit dem Tuch durch und das Ganze ist wieder wie neu.
Und dann tun wir hier diese Scheiben wieder rein. Da muss man jetzt gar nichts machen. Das sind Carbon-Tex-Bremsscheiben. Die sind auch etwas geölt oder gefettet. Da muss man jetzt nur gucken, dass wir das hier kontrollieren und dann wieder zusammenstecken. Muss man nichts machen. Muss man nichts machen hier. Und das ist ein ganz klassisches Bremssystem hier. Drei Carbonscheiben, die dritte ist schon drin. Drei Metallscheiben, nichts Besonderes, ja. Also Carbonscheibe Nummer 1 ist schon drin. Dann folgt hier diese Bremsscheibe rund mit eckigem Loch. Nächste Carbonscheibe rein. Dann kommt in der Mitte bei diesen Bremssystemen diese Metallscheibe. Ich sage, die hat in der Mitte ein rundes Loch und an der Seite, sage ich immer, diese kleinen Ohren. Die werden da hineingelegt. Die wird auch da hineingelegt. Diese Ohren müssen hier in diese kleinen Aussparungen links und rechts. Dann kommt die dritte Bremsscheibe rein, Carbon-Tex-Bremsscheibe. Dann die letzte Metall-Bremsscheibe. Dann kommt hier dieser Clip wieder drauf. Der läuft hier innen drin in so einer kleinen Vertiefung, in einer runden Vertiefung, die da im Kreis herumführt. Und wenn er da einklickt, wenn er da einrastet, dann hält er ganz einfach diesen Bremsenstapel, den ich jetzt auseinandergenommen habe, am Platze. So, und das ist jetzt etwas widerspenstig hier. Warum? Auch dieser Clip ist ein wenig widerborstig. Aber wir kriegen ihn schon rein. So, zack. So sitzt er drin. Okay. Drauf damit. Hier dieser Bremsknopf. Da muss man gar nichts machen, außer vielleicht kurz mal abwischen, um irgendwelche Verschmutzungen zu entfernen. Wieder drauf damit. Gucken, ob die Bremse geht. Jawohl, sie geht. Leicht, lässt sich zudrehen, auch gut. Prima, super. Super, super, super. Das Schnurlaufröhrchen machen wir jetzt auch noch ganz schnell, weil letztens hat sich mal ein Zuschauer beschwert oder hat zu Recht gesagt, das Schnurlaufröhrchen wäre doch auch mal interessant. Machen wir das auch noch schnell. Bei dem Schnurlaufröhrchen haben wir hier am Bügel eine Schraube, die gelöst wird. So schaut die aus. Lege ich mal zur Seite. Hier wird die gelöst und dann kann man das Ganze hier vorsichtig herunternehmen. So. Und was fällt einem jetzt da entgegen? Achtung, sieht man das? Okay, also hier haben wir dieses Kunststoff, ein Kunststoffteil. Da steckt der Bügeldraht drin. Da ist noch ein kleines Kunststoffröllchen drin. Und hier haben wir dann das Schnurlaufröllchen mit. Kann man auseinandernehmen, sind zwei Teile. Aha, und das ist also nicht kugelgelagert. Da schau her. Also hier, das ist das Röllchen, das Schnurlaufröllchen. Und hier haben wir eine Platte, eine Seitenplatte mit einem kleinen Stift und darauf ist auch so eine Kunststoffbuchse. Okay, also. Ich habe mich getäuscht. Hier gibt es kein Kugellager im Schnurlaufröllchen. Interessant. Tja, was muss man da, kann man da machen? Ich weiß nicht. Dieses Kunststoff. Ich tue einen Tropfen Öl drauf. So. Und auch so. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, Kunststofflager zu ölen. Aber naja, schaden kann es nicht. Dann wird es einfach wieder hier zusammengesteckt. Hier haben wir diese Basis. Röllchen drauf. Dann kommt das wieder hier so drauf. Dann wieder hier dran zusammengesteckt. Dann kommt hier diese Schraube wieder rein. Und das war's schon. Und das war's schon. Also auch keine große Kunst.
So schaut es dann aus. Wo ist es? Da wieder zusammengebaut. Und das allerletzte, was man noch machen kann bei so einer Rollenwartung, ist, dass man hier am Bügel, beim Bügelumschlag, dass man hier in diese kleine Fuge ein wenig Rollenöl dran macht. Das einfach ein bisschen hin und her bewegt, dass man es einarbeitet. Das Rollenöl findet seinen Weg. Und damit wäre diese Wartung einer modernen neuen Daiwa BG 3500 abgeschlossen. Alle, die meine Videos kennen, hier Bügel, das da, das baue ich in der Regel nie auseinander, außer der Bügel ist tatsächlich kaputt, defekt, der Bügelumschlag funktioniert nicht. Falls da eine größere Baustelle ist oder eine größere Reparatur, dann mache ich das. Aber solange der Bügel funktioniert, solange er leichtgängig ist, solange er satt einschnappt, solange der automatische Bügelumschlag funktioniert, lasse ich da die Finger von, weil hier sind auch zum Teil kleine Federn drin, besondere Federn. Wenn die wegspringen, wenn die verloren gehen, dann hat man ein Problem. Beziehungsweise es gibt auch Rollen, gerade neue Rollen, da kommt man wirklich nur mit Spezialwerkzeug weiter. Also an alle, die jetzt sagen, warum hat er den Bügel nicht gemacht? Solange es funktioniert, lasse ich da die Finger davon. Die Rolle läuft. Weich, rund, also habt keine Angst, auch eine hochwertige, teure, moderne Stationärrolle mal so einer Rosskur oder einer Generalkur zu unterziehen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, ich hoffe, es war interessant. Ich wünsche, wie gesagt, das letzte Video für Weihnachten, wünsche allen Zuschauern frohe Weihnachten und ein gesegnetes Fest und dann sehen wir uns im neuen Jahr wieder. Ciao!